Ein kurzes Update zu den Energien von Aisha North, 12. Januar 2015, übersetzt und gesprochen von Stefan Buschmeier. Mittlerweile ist vieles auf verschiedensten Wegen nach vorn getreten, während die Nebel des letzten Jahres anfangen, sich aufzulösen. Ihr seht, dass ihr alle bereit seid, eine frischere Luft zu atmen und so der Ausblick auf eure Leben künftig ein detaillierterer sein wird. Lasst uns das erklären. Wie wir euch bei zahlreichen Gelegenheiten mitgeteilt haben, tragt ihr bereits all die Samen in euch, die ihr gekommen seid zu säen, und damit meinen wir die Information, die nicht nur für euch selbst, sondern für den gesamten Planeten zur Entfaltung der vollen Strahlkraft gebraucht wird. Denn als die, die schon alles sind, was sie sein wollen, braucht ihr euer eingeborenes Potenzial nur zu ermächtigen, damit ihr nicht nur euch selbst, sondern alles andere auch in etwas verwandelt, das nicht mehr der ruinösen Version eures vorigen Selbst ähnelt. Wie ihr seht, habt ihr nicht nur Zugang zu all diesem Potenzial in Form von Wissen, sondern ihr habt ebenfalls Zugriff auf alles, was sonst noch gebraucht wird, um alles Beschädigte wiederherzustellen. Denn wie wir euch bereits zuvor sagten, dreht sich alles um Schwingung. Schwingung in Form verschiedener Frequenzen von Energie. Energie, die auf jede Weise formbar ist und immer sein wird. Alles ist veränderbar. Auch das, was nichts anderes als träge Masse zu sein scheint, die im Weg zwischen euch und allem, das ihr erträumt, steht. Nach und nach beginnt ihr diese Hinweise ganz zu verstehen und werdet anfangen, all die alten Spielregeln umzuschreiben und sie nur durch eine einzige zu ersetzen. Alles ist möglich, soweit es von einem Ort der Liebe kommt. Denn es geht nur darum, alles um euch herum zu verändern, indem ihr euch selbst ändert, denn indem ihr dies tut, wird eure Metamorphose anfangen, eure ganze Umgebung zu verändern. Erinnert euch daran, dass wir euch zuvor mitteilten, dass dieser tiefgehende Wandel auf subatomarer Ebene stattfindet und daher unmöglich gesehen werden kann, wenn ihr diesen Begriff in üblicher Weise als etwas durch die Augen genannten Öffnungen wahrzunehmen versteht. Diese haben ihren Anwendungsbereich, aber wie ihr wisst, auch ihre Beschränkungen. Und deshalb ist das, was es hier braucht, eure Sicht so zu verändern, dass sie über das Oberflächliche und Messbare hinausreicht, welches ihr über die fünf Sinne in Betracht zieht. Was wir euch hier etwas umschweifend sagen möchten, ist, dass diese tiefgehende Veränderung alles verändern wird in einer Größenordnung, die einerseits die ganze Schöpfung umfasst, doch andererseits so klein ist, dass ihr dies wahrzunehmen erst noch erreichen müsst. Selbst mit eurer fortgeschrittensten technischen und wissenschaftlichen Ausrüstung. Dennoch, einige helle Köpfe unter euch beginnen bereits, tiefer und tiefer in diesen scheinbaren Abgrund mystischen Geschehens zu spähen, der das eigentliche Fundament eurer Existenz bildet, nämlich den verborgenen Mechanismus hinter dem Auftreten von Materie. Denn ihr wisst, dass darüber bis jetzt abertausende Seiten von gelehrten Köpfen geschrieben wurden. Noch weitestgehend Spekulationen. Denn der ganze Prozess
und die letzten kleinen Teile müssen erst noch entdeckt werden. Alles, was Sie bisher gesehen haben, hat Ihnen gezeigt, dass da immer noch so viele Fragen zu beantworten sind. Aber trotzdem sind Sie unbeirrt, tiefer in diese kleinsten Teilchen reinzugehen, um diese schwer zu erreichenden Antworten zu finden, nach denen Sie sich so sehr sehnen. Gut, lasst uns nur dies sagen. Die Antworten werden gefunden werden, doch möglicherweise nicht in der Art, auf die Sie erwarten, sie zu finden, noch an den Orten, wo Sie sie zu finden erwarten. Denn der Grund, aus welchem diese Antworten auftauchen, liegt in euren Vorzügen. Denn ihr seid der lebendige Beweis dafür, dass dieser Mechanismus messbar ist, aber auch wie unendlich einfach und dennoch höchst komplex er tatsächlich ist. Denn ihr beginnt, die Effekte dieser großartigen Veränderung zu demonstrieren, durch die Art und Weise, wie ihr alle beginnt, im wahrsten Sinne wieder zu erlernen, euren gesamten Apparat des Aufrufens und Übertragens von Information abzustimmen. Und der Grund, warum ihr dazu in der Lage seid, ist der Austausch des alten subatomaren Aufbaus eures gesamten physischen Vehikels in solcher Weise, dass es wieder voll kompatibel wird mit den weiterentwickelten Beidläufigkeiten der energetischen Highways, die in der Schöpfung existieren, Highways, auf denen zu reisen ihr seit langer Zeit abgehalten werdet. Denn ihr habt Seiten und Umwege benutzt, mehr als wir aufzählen können, bedingt durch eure Unfähigkeit, von den höchst geladenen Ausbrüchen von Informationsdownloads zu nehmen, die allzeit durch jene Existenzebenen fließen, von denen ihr seit Äonen abgekoppelt seid. Ihr schwimmt da regelrecht in einer Suppe wechselseitig verbundener Formen der Existenz auf vielen Ebenen, auf eine Weise im gleichen Raum existierend, die für euch schwer zu ergründen ist, die aber kompletten Sinn ergibt, wenn ihr sie auf, ja, subatomarer Ebene unterscheiden könnt. Zur Erinnerung, Raum ist etwas von solch reicher Fülle, die für euch in diesem Zustand vielleicht nicht mal vorstellbar ist, denn wenn ihr ein Objekt wahrnehmt, seht ihr etwas, wovon ihr denkt, dass es eine Masse sei, wobei da in Wirklichkeit buchstäblich eine schwirrende Wolke aus Teilchen ist, auf eine Weise zusammengehalten, dass sie einer Masse ähnelt. Denn was dies wirklich ist, energetisierte Partikel durch weite und scheinbar leere Räume pendelnd, sodass, wenn ihr sie konzentrieren würdet, nur sehr wenig zu sehen wäre. Der Rest würde einfach nur leerer Raum sein. Doch der ist tatsächlich nicht leer, sondern erfüllt von jenen noch schwerer zu erfassenden Teilchen, welche Masse bilden in all diesen anderen Dimensionen um euch herum und in der Tat in euch. Denn alles ist hier, was in diesen vorgegebenen Koordinaten im Raum ist, den ihr als euren Schöpfungsteil definiert, sichtbar verborgen sozusagen. Nicht bloß direkt vor eurer Nase, sondern auf allen Seiten, innen und außen. Also wo ihr nur euch seht, sehen wir alles, was gegenwärtig den gleichen Raum wie ihr einnimmt. Doch jetzt werdet ihr nach und nach lernen, bewusst zu interagieren mit diesen so schwer fassbaren Verwandten, um sie mal so zu nennen.
den mehr verborgenen Bereichen der Existenz, die ihr bisher nicht zu entdecken, zu beschreiben oder sie euch nur vorzustellen in der Lage wart. Jedoch werdet ihr jetzt lernen, euch mit ihnen zu verbinden, mit Hilfe eures eigenen internen Supraleiters, der tatsächlich ein integrierter Bestandteil eures körperlichen Fahrzeugs ist. Und dies wurde in letzter Zeit auf tiefgehende Weise ermöglicht durch eure kollektive Fähigkeit, euch im wahrsten Sinne auf diese Grundschwingungen abzustimmen, die genau für diesen Zweck ausgesandt wurden. Zur Erinnerung: Dieses Potenzial ist für alle da. Jedoch um wirklich in diesen verborgenen Bewusstseinsstrom einzutauchen, in dem ihr bereits buchstäblich schwimmt, braucht es eure volle Erlaubnis, diesen Sprung zu machen. Und dies haben viele von euch bereits getan, infolge des enormen inneren Wandels, der gerade auf diesem Planeten stattfindet. Dies kann in jeder Hinsicht mit einer Kettenreaktion verglichen werden, und wenn ausreichend viele von euch diesen Sprung getan haben, wie es jetzt der Fall ist, werdet ihr einen so gewaltigen Ausbruch energetischer Bewegung auf molekularer Basis erzeugen, dass diese buchstäblich bis in den innersten Kern eures Planeten reichen wird und in den innersten Kern des Menschseins. Wir verstehen, dass unsere Erklärung noch schwerer zu fassen ist als die erfundenen Teilchen, denen eure Wissenschaftler so eifrig nachjagen. Dennoch, wir möchten, dass ihr diese simple Tatsache versteht. Ihr habt bereits einen so monumentalen Wandel für die ganze Menschheit erreicht. Einen Wandel, der noch vergleichsweise weitreichender ist als die gesamte Evolution eurer Spezies, seit eure Vorfahren das erste Mal ihren Fuß auf trockenes Land setzten, in den Morgenstunden der menschlichen Existenz. Und auch wenn diese monumentale Veränderung noch für niemanden von euch sichtbar ist, dann liegt es einfach daran, dass dies ein Quantensprung auf der Ebene der winzigsten Teilchen ist, der Grundlage alles Existierenden, in dem Bereich der Schöpfung, wo alles beginnt. Denn auf dieser Ebene habt ihr eine so gewaltige Veränderung gemacht, dass diese mit einer Verschiebung von der einen Seite des sichtbaren Spektrums auf die gegenüberliegende verglichen werden kann. Nochmal, unsere Worte sind unangemessen, wenn es darum geht, dies zu erklären. Denn ihr müsst euch selbst buchstäblich in diese neue Schwingung hinein abstimmen und dann werdet ihr alles wahrnehmen, was wir euch hier auf diese grobe und ineffiziente Weise mitzuteilen versuchen. Denn dann werdet ihr herausfinden, dass sich die Sicht auf euer eigenes Wesen dermaßen verändert hat, dass ihr wissen werdet, dass derjenige, der du warst, nicht in der Lage zu diesen Meisterleistungen war, zu denen ihr euch gerade aufmacht. Und dann werdet ihr auch wissen, dass ihr euch nicht nur erfolgreich in diesen neuen Bereich des Spektrums verschoben habt, sondern auch eurer gesamten Existenz erlaubt habt, anzufangen, unter einigen sehr neuen Sternen aufzuspielen. Denn ihr habt nicht nur einen neuen Zugang eröffnet, sondern auch die Decke entfernt, die euch davon abhielt, über das Offensichtliche hinauszuschauen. Und das meinen wir sehr wörtlich. So sind die Perspektiven, die sich jetzt zu öffnen beginnen,
wesentlich fortgeschrittener und gastlicher als diejenigen, auf die ihr scheinbar ewig festgelegt wart. Indem ihr euch diesen Wandel erlaubt habt, habt ihr dem gesamten Planeten dasselbe ermöglicht. Und gemeinsam könnt ihr beginnen, umfassend zu erkunden, wie kreativ ihr als vollständig integrierte Union werden könnt. Und dies wird eine Erkundung sein, die vollständig in der einen grundlegenden Gleichung der Liebe verankert sein wird. Denn das ist die Trommel, die den Rhythmus vorgeben wird, diesen neuen Rhythmus, der buchstäblich im Herzen des Ganzen sein wird. Und dies ist der Klang, der ebenso all eure Herzen in perfekter Symmetrie singen lässt. Und gemeinsam werdet ihr dieses symphonische Meisterstück erzeugen, auf das nicht nur ihr, sondern die gesamte Schöpfung schon so lange gewartet hat.